Bergdoktor-Fans können sich freuen. Die 17. Staffel der ZDF-Erfolgsserie ist in der Mache. Für Hans Siegel, der seit 2008 die Rolle von Dr. Martin Gruber spielt, bedeutet das vor allem viel Arbeit. Von einer sogenannten Work-Life-Balance hält der 53-Jährige allerdings ohnehin nichts. Bei einem exklusiven Interview mit bunte.de auf dem Filmfest München verrät Hans Siegel, wie er Arbeit und Freizeit unter einen Hut bekommt. Also mein Credo ist ja, dass ich schon in der Work die Balance fürs Life setzen muss, weil es mich sonst durcheinander bringt, weil sonst arbeite ich und dann heißt, jetzt muss ich auf die Balance achten, dann wird es schwierig. Und ich glaube, man muss während des Tuns schon darauf achten, dass man in der Balance ist. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber relativ einfach und ich habe von dieser Work-Life-Balance halte ich nicht so wahnsinnig viel, weil es erst bis dahin ist Work und dann kommt hinten die Balance und ich glaube, dass es schon viel mehr sich verschränken muss. Einen Tipp für seine Fans, wenn es um die Arbeit geht, hat der Bergdoktor-Schauspieler dann auch noch parat. Obacht, Leute, immer Obacht. Es gibt ganz viele kleine Anzeichen, dass man merkt, man ist ein bisschen, es geht einem zu schnell, es passiert. Also zum Beispiel, wenn man ganz einfach merkt, was wollte ich gerade machen? Das sind so kleine Dinge. Man schaut mal kurz aufs Handy, dann wollte man was aufschreiben und dann geht man sehr häufig drüber weg und vergisst so kleine Anzeichen, dass man eigentlich unaufmerksam geworden ist. Und Unaufmerksamkeit ist ein Anzeichen dafür, dass man schon nicht mehr aufmerksam ist. Insofern. Aufmerksam dabei ist Hans Siegel bei dem Dreh der neuen Folgen allemal. Und alle Bergdoktor-Fans dürfen sich auf die 17. Staffel freuen, die voraussichtlich Anfang 2024 kommt.